begleitet uns an einem weiteren Tag hier in Wien. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier aus Wien. Und wir sind bereits auf dem Weg zur U1, denn wir fahren erstmal zum Praterstern, weil wir haben unser Gepäck dabei. Das müssen wir dort abgeben. Von da aus fahren wir nämlich später mit der S7 zurück zum Flughafen. Und das Gepäck wollen wir natürlich nicht mit zu Harry Potter nehmen. Aber Harry Potter werdet ihr in einem anderen Video sehen. Das ist bereits online, also verlinke ich euch gerne bei dem i. Schaut da gerne mal vorbei, wenn euch die Harry Potter Exhibition interessiert. Und nach der Harry Potter Exhibition fahren wir zurück zum Prater, denn wir wollen noch mit dem Riesenrad fahren. Wir müssen was essen, den typischen Hotdog hier in Wien auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal. Ich glaube gegen 16 Uhr spätestens müssen wir auch zum Flughafen, denn mein Flug geht um 6:30. So, jetzt erstmal in die U-Bahn. Wir haben jetzt hier die Locker gefunden, wir sind einfach Richtung Info gelaufen und dann gibt es hier in der Nähe vom Kurzzeitparkplatz gibt es hier die Schließfächer. Wir haben jetzt einen großen genommen, das war ganz praktisch, da passen unsere beiden Koffer rein. Hat jetzt 4,50 oder 4? 4,50 gekostet und man packt einfach den Koffer dann da rein. Macht dann komplett, mache ich jetzt nicht, man muss dann komplett zudrücken, dann wird das hier rot. Liebe dann, Fahrgäste. Zugverbindungen dieses Bahnhofs sind aktuell von Bauarbeiten betroffen. Da seht ihr mal die Preise. Was kostet klein 2 Euro und der größte 4,50? 11 sind noch frei. Wie gesagt, wenn ihr das zumacht und rot wird, dann wird das hier angezeigt. Dann könnt ihr die Nummer auswählen und einfach mit Münzen bezahlen. Ganz wichtig, wieder keine Kartenzahlung. Österreich und Wien ist noch nicht so mit Kartenzahlung unterwegs. Wir sind viel zu früh mit dem Bus und mit den Öffis angekommen, halbe Stunde eigentlich. Und wie der Zufall es so will, gab es direkt einen Bäcker, als wir ausgestiegen sind aus dem Bus. Und dann dachten wir, komm, wir haben eh noch nichts zum Frühstücken und wir hätten es auch ausgehalten bis mittags. Aber ja, wir haben jetzt Zeit und deswegen gibt es Käffchen und einen Tomatenmozzarella. Ciabatta, was wir auch hier mit Karte bezahlen konnten. Ja, ich habe mich jetzt wieder entkleidet aus meiner Harry Potter Kluft, denn ja, jetzt sind wir wieder normal unterwegs. Generell, kurzes Fazit, würden wir auf jeden Fall weiterempfehlen, die Harry Potter Exhibition, nur vielleicht nicht das VIP-Ticket. Aber genaueres seht ihr dann im Video selbst. Wir fahren jetzt zum Prater oder zum Katzencafé? Katzencafé. Wir fahren jetzt zum Katzencafé und dann zum Prater Riesenrad fahren und dann ist auch unser Tag schon wieder fast vorbei in Wien. Aber die Bratwurst oder was ist auch mal, Hotdog, die müssen wir noch essen. Kreiner. Käsekreiner. Den müssen wir auf jeden Fall noch essen. Also wir sind jetzt hier im Katzencafé angekommen und ich kann jetzt nicht so laut reden, weil hier irgendwie herrscht hier so eine ruhige Stimmung. Es ist ein bisschen wie so in der Sauna, weißt du, in so einem Ruheraum. So fühle ich mich hier gerade. Das ist in der Nähe vom Stephansdom. Und es gibt hier wohl 5 Katzen. Das seht ihr hier mit Beschreibung. Da kommen jetzt unsere Getränke. Ja, für mich. Dankeschön. Genau, also so lange bleiben wir jetzt nicht. Ich habe einen Rösttee, da rät ein Apfelsaft. Und ja, das sind halt nur 5 Katzen. Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Klar, es sind Katzen und Tiere und man kann sie natürlich nicht zwingen. Aber da hinten schläft eine und da vorne ist auch eine bei dem Pärchen. Aber ja, ist ein bisschen auch karg eingerichtet. Rustika, sagt Daria. Du bist die Katzenflüsterin. Also wenn ihr hier seid, müsst ihr das Katzencafé jetzt nicht unbedingt besuchen. Ja, wenn ihr Katzen mögt und mit eine streichen wollt, ja. Aber eben sind noch welche rausgekommen. Ja, am Ende sind welche rausgekommen. Klar, es sind natürlich Tiere. Aber wie gesagt, ich habe es mir irgendwie anders vorgestellt. Und jetzt extra, wir sind extra hier für das Café hergefahren. Das müsst ihr jetzt nicht machen. Genau, jetzt geht's zum Prater zurück. Denn da fahren wir jetzt mit dem Riesenrad und essen unseren Hotdog.
Wir werden da noch ein bisschen Zeit verbringen. So viel Zeit haben wir jetzt leider auch nicht mehr. Ja, aber schon, also Wien gefällt mir echt gut als Stadt. Was sagst du? Ja. Ja? Würdest du wiederkommen? Ja. Ja. In 10 Jahren. In 10 Jahren. Also ich war ja schon 2019 hier. Damals mit meinem Freund, haben wir aber auch nicht so viel Sightseeing gemacht. Er ist nicht so der Typ dafür. Und ja, damals, aber wir waren damals bei Schönbrunn, das war auch echt schön. Also echt eine schöne Stadt, auch die Innenstadt hier, die Gebäude. Ja, und der Prater hat uns auch echt beeindruckt gestern, so beim Rumlaufen, was da alles so geboten wird. Und es wird eine neue Achterbahn gebaut, hat mir Vivi gestern erzählt, von Vivi Bing. Bin ich aber gespannt. Also ein normales Ticket kostet auch hier 13,50 Euro. Wir haben auch über Get Your Guide 13,50 Euro gekauft. Und die Schlange war gerade echt lang. Also kauft euch euer Ticket auf jeden Fall online. Könnt direkt rein mit dem Get Your Guide Ticket und müsst euch nirgendwo anstellen. Die Fahrt mit dem Riesenrad dauert so plus minus 15 Minuten. Kauft euch aber auf jeden Fall das Ticket vorher, weil dann müsst ihr die lange Schlange nicht mitnehmen. Wir sind jetzt im Café zum Riesenrad, also direkt daneben dran. Wir wollen ja noch den Hotdog essen, das machen wir aber auf dem Weg nach draußen, da war so ein Stand. Und wir wollen jetzt aber, wir haben noch Zeit und irgendwie wollen wir uns ein bisschen entspannen, ein bisschen sitzen. Und ja, ich denke mal, ich werde eine Rindersuppe mit Frittaten essen, habe ich gestern schon Bock drauf gehabt beim Schnitzelwirt. Und ja, mal gucken. Gibt es auch bestimmt auch Sachertorte. 4,50. Ja, das sieht doch besser aus, finde ich, auf dem Bild. Das ist Riesenrad. Das muss ich mal zeigen. Ach, Riesenrad-Church. Vielleicht als Nachtisch dann. Kostet? 4,80. Also ist günstiger als Disneyland Paris auf jeden Fall. Ich zeige euch noch mal ein bisschen die Karte. Also ich finde, die Preise sind völlig in Ordnung. Hier seht ihr dann immer die Nummern. Auch bildlich auch das immer ganz ansprechend, finde ich. Und dann seht ihr die Preise. Daria hat sich jetzt für die Riesenradpommes entschieden. Und da gibt es aber auch Salat und Vorspeisen. Dankeschön. Genau, jetzt haben wir hier den kaiserlichen Spritz. Der kostet nur 4,10 Euro und Hugo kostet 5 Euro. Und da ist einfach nur Sekko drin anstatt Weißwein. Naja. Haben uns den gegönnt. Hier ist meine Frittatensuppe, kostet 4,10 Euro. Kids-Menü. Und Wiener Schnitzel hier zum Beispiel kostet mit Kartoffelsalat 11,50 Euro.
so vergleichsweise. Das sieht auch sehr, sehr lecker aus, aber es wäre jetzt zu viel. Wir wollen ja später noch die andere Wurst essen. Ja, aber wie gesagt, wir finden beide, die Preise sind okay dafür, dass es halt am Prater ist. Und wo haben wir die Spritdame? Hugo kostet 5,70 Euro und Kaiserspritz, da ist dasselbe drin, kostet 4,10 Euro. Außer dass halt da Seko ist und hier Weißwein. Da ist mal meine Suppe, die sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und da sind Darias Pommes. Sieht auch gut aus, ich probiere gleich mal. Guten Appetit! Ich hatte ja so ein bisschen Hunger nach meiner Suppe und deswegen esse ich jetzt noch das schon mal das Dessert, bevor die Hauptspeise kommt. Das Riesenradtörtchen mit Mohn und Himbeeren. Hier, jetzt gibt es den Käsekreiner. Kostet 5,80 Euro, entweder mit Brot oder als Hotdog. Sieht dann so aus. Was, 14? Ja. Ah, kostet doch 14 Euro. Wahrscheinlich ist das Brot, das Hotdog teurer als dieses Brot. Genau, also 7 Euro kostet so. Also ich fand die Wurst sehr, sehr lecker. Daria konnte aber nicht mehr, weil sie auch ihre Pommes gegessen hat. Ich habe meine geschafft, wie gesagt, sehr, sehr gut. Wir holen jetzt unser Gepäck und dann gehen wir zu S7, suchen mal den Bahnhof. Wir haben das Ticket schon gekauft online. Eigentlich haben wir gelesen 4,80 Euro pro Person, aber jetzt habe ich irgendwie 4,80 Euro für zwei bezahlt online. Keine Ahnung. Mal sehen, ob wir damit zum Flughafen kommen. Er dauert ungefähr vom Praterstern 27 Minuten. Wir sind gut durch Security gekommen. Mit der S-Bahn lief alles reibungslos. Und ja, fliegen von Terminal 3. Haben jetzt eine Minute bei Security gewartet. Also wirklich echt super gut. Wir sind tatsächlich immer noch viel zu früh da, obwohl wir weniger als zwei, also ich war weniger als zwei Stunden vor Abflug da. Darias Flug ist ja auch erst gefühlt eineinhalb Stunden später als meiner Stunde. Der geht 10 nach 8. 10 nach 8, meiner geht um 6:30. Ja. Ja, wir hatten jetzt kurz, bis mein Geld bekannt gegeben wird und dann schauen wir mal, da müssen wir meine Wasserflasche noch auffüllen und dann, ja, geht schon wieder fast zurück nach Zürich. Wie man sehen kann, bin ich zu Hause angekommen. Ich hatte jetzt gar keine Zeit mehr, das Video irgendwo im Flughafen zu beenden, weil ich bin sehr schnell zum Zug gelaufen, damit ich noch kriege, sonst hätte ich 20 Minuten warten müssen auf den nächsten Zug. Deswegen bin ich sehr schnell gelaufen, weil ich erstmal aus dem Flugzeug raus bin, erstmal in die falsche Richtung gelaufen bin. Da habe ich mich gewundert, hä? Warum kommen denn keine Menschen hinter mir her? Ja, ich bin erstmal in die falsche Richtung gelaufen. Aber ich habe es geschafft, bin jetzt zu Hause. Wir hatten wirklich ein schönes Wochenende in Wien. Wir hatten super Wetter. Eins kann ich euch sagen, wenn ihr nach Wien fahrt, nehmt genügend Bargeld mit. Sehr wenig Plätze, wo man mit Karte bezahlen kann. Ja, was gibt's noch zu sagen? Wie gesagt, wir hatten super viel Spaß. Nächste Woche geht's ja weiter für mich. Da Samstagabend fliege ich nach Abu Dhabi und dann geht's ja auf die AIDA. Vielleicht begleitet ihr mich auf dieser Reise genauso. Es wird auf jeden Fall Vlogs geben und eine Schiffstour. Wir sind auch mit der AIDA Cosma unterwegs. Also, ne, Kanal abonnieren und auf die Glocke drücken, damit ihr die Videos auch nicht verpasst. Ansonsten hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao!